Tele-Stammtisch zu einer ja ganz besonderen Ausgabe. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite sind zum einen der Dominik. Hallo Dominik. Hallo. Der Pascal. Hallo Pascal. Guten Abend. Und der Maximilian. Maximilian, ich grüße dich. Guten Morgen. Zur allgemeinen Information. In welcher Zeitzone bist du denn unterwegs? Wir nehmen das Ganze um 19 Uhr auf. Ich bin gerade in New York. Das hier ist, jetzt halt mal die Klappe hier. Das ist eine wirklich ganz besondere Ausgabe. Es gibt zwei wirklich sensationelle Gründe, warum das eine tolle Ausgabe und eine außergewöhnliche Ausgabe ist. Der erste ist, Pascal hat heute Geburtstag. Hey! Ja, das Singen sparen wir uns. Lieber Pascal, alles Gute zum Geburtstag. Ich weiß, du wirst seit Jahren konsequent immer 21 und daher auch hier diesmal herzlichen Glückwunsch zum 21. Geburtstag. Vielen Dank. Ja, und du hast dir zu deinem Ehrentag auch einen ganz tollen Podcast ausgesucht, denn dieses Quartett wird heute über den, ich sag mal, in unserem Breitengrade wohl bekanntesten Sketch aller Zeiten reden, oder? Palim, palim. Gut, der Rauscher ist raus. Bayer hier wieder. Ja. Wir reden über Dinner for One oder der 90. Geburtstag. Und das machen wir auf eine ganz besondere Art und Weise. Nämlich, wir werden zuerst einen Audiokommentar machen. Und danach werden wir ein bisschen ja über den Sketch reden. Bevor wir diesen Audiokommentar aber starten, muss natürlich erstmal eine Frage geklärt werden. Wie stehen wir persönlich zu Dinner for One? Finden wir das gut? Ist es für uns eine Silvestertradition? Oder sagen wir ganz ehrlich, das ist so eine alte Hühnerkacke, es interessiert keine Sau mehr. Und ja, eigentlich wollte ich ja sagen, komm, das Geburtstagskind zuerst, aber ich glaube, der Maximilian Rauscher ist gerade so ein bisschen frech, deswegen müssen wir den ein bisschen beschäftigen. Deswegen, Max, wie stehst du zu Dinner for One? Also Dinner for One verbinde ich immer mit meinem Onkel Hubert, der bis zu meinem 12. Lebensjahr immer ganz nervös war an Silvester, bevor Dinner for One kam. Und das war, glaube ich, die ersten 12, 13 Jahre, also als man mit seinen Eltern noch Silvester feierte. Definitiv ein Muss. Und ich habe es ehrlich gesagt danach ein bisschen schleifen lassen. Asche auf mein Haupt. Okay. Dominik, wie ist es bei dir? Ich habe es zum ersten Mal, ich glaube, bei meinen Großeltern gesehen. Keine Ahnung, wann das war. Ich habe es auch irgendwie nicht so wirklich kapiert als Kind. Und seitdem, also ist nicht so, dass ich es nicht mag, aber mittlerweile habe ich so eine gewisse Hassliebe und ich versuche dem Ganzen jedes Jahr zu entkommen und scheitere daran kläglich. Also ich war selbst, weiß ich nicht, als ich mal irgendwie auch mal Silvester woanders dann feiern war, selbst da, there's no escape, wirklich. Mhm, okay. Und Pascal, das Geburtstagskind, was sagst du zu Dinner for One? Als Kind das erste Mal gesehen. Und natürlich gehört das irgendwie auch zu Silvester dazu. Wie Dominik schon sagt, es gibt keinen Kommen davor, aber ist inzwischen alte Hühnerkacke, ich kann es nicht mehr sehen. Das sind ja tolle Voraussetzungen. Lauter Fans. Das hast du dir gewünscht, Pascal. I see what you did there. Ein bisschen masochistisch. Masochistisch, ja gut, das ist ja nichts Neues. Ja, Stu, die Frage geht an dich zurück, glaube ich. Ja. Nein. Danke. ich bin, also meine Mutter ist großer Dinner for One Fan. Ich war jetzt über Weihnachten bei ihr und sie hat jetzt schon sich auf einem DIN A4 Zettel aufgeschrieben, welche Sendetermine Dinner for One dieses Jahr hat. Die guckt das also wirklich in so ziemlich jeder Variante, ja, egal ob jetzt auf ARD, BDR, NDR, sie guckt das mehrmals an Silvester und sie lacht sich wirklich jedes Mal scheckig. Ich habe wirklich jahrelang Silvester damit verbunden, dass ich zusehe, wie meine Mutter wirklich vom Sofa fällt von Lachen, mehrmals am Abend, obwohl sie nüchtern war, hoffe ich zumindest. In deiner Erinnerung. Und ich habe es dann auch so ein bisschen schleifen lassen, weil dann wird man halt auch älter und man feiert halt Silvester nicht mehr bei Mutti und ist ausgezogen und ja. Vor 2, 3 Jahren habe ich es dann auf einer Silvesterfeier bei Freunden mehr so zufällig gesehen und ich war ein bisschen erstaunt und erschrocken, dass ich wirklich da wirklich großen Spaß hatte, weil ich eigentlich dachte, das Thema ist für mich durch. Ich habe also, wenn man so will, Dinner for One jetzt vor kurzem für mich selbst wieder entdeckt, wobei ich sagen muss, Dinner for One bleibt für mich eigentlich immer meine Mutter, wie sie auf dem Sofa sitzt und halt eben lachend zusammensackt. Das ist so. Die schönen Kindheitserinnerungen. Die schönen Kindheitserinnerungen, ja. Wer hat nicht die beste Erinnerung an eine zusammensackende Mutter? Ja, die Feiertage, immer wieder schön. Ja. Naja, okay, damit hätten wir die Frage geklärt. Ich würde sagen, dann kommen wir auch direkt dazu, dass wir uns jetzt Dinner for One angucken. Ja.
Das heißt, ihr könnt jetzt daheim auch den Stream starten. Das Dinner for One findet ihr in der NDR Mediathek. Ich glaube auch bei der, ich glaube, in so ziemlich jeder Mediathek der ARD. Es gibt es auch bei YouTube etc. pp. Also da, wer sucht, der findet. In zigtausend Variationen auch, ne? Ja. Genau. Ja. Und wir gucken, das ist wichtig, wir gucken die deutsche Fassung. Es gibt ja noch eine schweizerische und, glaube ich, auch eine norwegische. Wir gucken wirklich die ganz klassisch deutsche Fassung. Mit Ansage. Vom NDR. Genau, mit Ansage. Mit Ansage. Okay. Wir gucken nicht die Farbversion. Okay. Na Gott bewahre, ist ja schrecklich. Und auch nicht die Netflix-Version, das müssen wir auch nochmal betonen. Nein, ja. Nein. Gut. Jeder von uns sollte eine andere Version gucken. Ja, das, wunderbar. Ja, das ich schaue Six Underground. Das kommt auch selber raus. Ja. Ja. Zur Feststellung, die Fassung, die wir gucken, geht 18 Minuten 35. Bah. Was? Meine geht 17,50. Meine auch. Bei mir steht 18,35, das ist super. Weil du schon ein bisschen geguckt hast. Nein, ich habe auf 0 stehen. Du guckst das in niederer Qualität, glaube ich. Okay. Ah ja, stimmt. Dann laufen die Bilder einfach langsamer als ein alter Film. Ja, richtig. Gut, dann schneidet der Dominik das einfach später raus, was ich gesagt habe. Nö. Seid ihr fertig? Ja. Jo. Gut, dann auf 3. 1, 2, 3. Ah, wie schön. Ja. Ach, alle Jahre wieder. Oh Gott, diese Musik. Gibt's diese Schriftart? Ja. Nein, das ist das Comic Sans der 60er Jahre. Wollte ich gerade sagen. Ja, die Porträts sind nicht aus den 60ern, das weiß ich. Jetzt kommt Heinz Pieper. Ja. Okay. Glaubt ihr, wenn man den Sketch heutzutage nochmal neu aufnehmen würde, auch auf Englisch, dass man diesen Erklärbär am Anfang braucht? Nein. Ich wollte nur eine Diskussion anfangen. Tut mir leid. Nein. Auf YouTube ist der auch tatsächlich gar nicht dabei. Okay. Der Sketchmann? Ja. Also dieser. Der Erklärbär. Der Hobbit hier. Der Christopher Nolan des Sketches. Der Anzug passt. Und die Frisur auch so ein bisschen. Ich glaube, wir spinnen hier Fantheorien, ob das. Der hat aber einen kleinen Schnurrbart oder so einen ganz dünnen, oder? Ja, ja. Der hat diesen Salvador Dali-Schbart. Stimmt. Ganz, ganz schmale. Ja. Der ist aber auch echt klein, der Typ. Der könnte auch Zauberer sein. Ich mache jetzt den Ton aus. Also bei euch, ich will nämlich nur Dinner for One hören. Ja, da hat jemand praktisch gar nicht mehr auf. Da hat jemand das Konzept des Audiokommentars vollends verstanden. Ich leg mal eben auf und gucke das. Ich rufe dann wieder an. Haben wir uns eigentlich schon drum gekloppt, wer von uns die Hacken zusammenschlagen und Skoll schreien muss? Ich wusste, dass es kommt, aber ich habe keine Schuhe an. Ich würde sagen, das überlassen wir dem Bayer. Was, der Bayer muss das machen? Als ob wir Hacken hätten. Das ist so was Bayerisches. Prost. Er hatte was Militärisches. Die Schuhe plattelt. So. Der hat seine Weste nicht vernünftig geknüpft. Stimmt. Doch, hat er. Nee, unten ist. Sieht trotzdem. Da ist kein Knopf. Ja, gut. Er sieht trotzdem ein bisschen komisch aus. Boah, mir ist überhaupt nicht bewusst, dass da am Anfang dieser Typ so lang redet. Ich habe auch gar nicht verstanden, ja, um was er spricht. 7 Minuten. Meine Theorie war ja eigentlich immer, dass Miss Sophie eine der letzten Überlebenden der Titanic war. Und die 4, die bei ihr mit am Tisch saßen, die sind alle tot. Ach nee, doch tot. 7 Minuten. Da ist er. 30, okay. Ja. Wer ist das? Freddy Frinton. Oder okay, gut, das ist Sache. Benny Hill. Meine Mutter kennt das übrigens so auswendig, die weiß immer, wann er über den Tigerfellteppich stolpert und wann nicht. Weil die sitzt dann da so 3. Na ja, gut, wenn man es 700 Mal gesagt hat, gesehen hat. Ich liebe ja seinen Gang jetzt schon. Ich meine, der sieht doch jetzt schon nicht nüchtern aus, oder? Nee. Vor allem, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. So, Nummer 1. Das war der Erste. Wahrscheinlich agiert er nach dem Motto, vor der Arbeit ein bisschen Koks. Info habe ich ja auch gelesen, sie haben das Tigerfell sogar erst im Nachhinein dazu erfunden und er ist da so oft gegengestoßen, dass das abgewetzt war. Irgendwann vom Theater. Das ist krass. Ja. Das Einzige, das ist was krass. Ich gelesen habe, ist, dass er gestorben ist, bevor Dinner for One
gedreht wurde. Sollte, das wird sein Gang erklärt. Der bereitet sich schon drauf vor. Oh, da kommt's. Aber ja, Auftritt. Das ist ein Paar, ne? Im echten Leben gewesen. Echt? Weiß ich ja, gar nicht. Verheiratet, ne? Mhm. Der hat das mit Partnerin. Der hat das mit verschiedensten, glaube ich, irgendwie. Okay, warte mal, die ist 1891 geboren. Ja. Das wurde 1962 aufgenommen. Also war sie da schon 70. Dann lügt sie aber. Das ist ja gar nicht 90. Das ist ja aber sieht halt aus wie 90. Skandalös, skandalös. Ja. Wie eine junge 90-Jährige. Weißt du, was das damals für einen Skandal gegeben hat unter den 90-Jährigen? Die wollten alle so aussehen wie sie und haben deswegen gehungert und... Deswegen wurde die Schönheitschirurgie erfunden. Aber mal ganz ehrlich, ich meine, der fährt ja gleich irgendwie 4 Gänge auf, aber davon gegessen wird ja echt kaum was, ne? Nee, es geht ja eigentlich auch nur ums Saufen. Ja. Das ist ein rein alkoholverherrlichendes Bühnenstück. Ja, ich habe da, glaube ich, noch nie auf die Teller geachtet, was da drauf liegt. Oder? Ich habe da noch nie auf irgendwas geachtet, außer auf ihn so. Und die Tussi. Yeah. Mich würde interessieren, wie besoffen man selbst ist, wenn man die Anzahl von Alkohol trinkt, wie James jetzt. Es würde gar nicht so schnell in deinen Schädel steigen, glaube ich. Bisschen angeschickert. Bei ihm geht das schon sehr schnell. Man kann ja mal mitzählen, jetzt, was er jetzt so säuft. Ja. Also auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal Suppe. Lecker. Ja. Die auch, glaube ich, kalt ist, solange wie die da schon steht. Ich glaube, Schellfisch, oder? Schellfisch? Könnte sein. Habt ihr euch, weiß nicht, ob ihr das vielleicht mal mitbekommen habt, haben sich vielleicht mal irgendwelche beschwert, warum es keine Untertitel gibt? Bestimmt, aber... Jedes Jahr bestimmt. Da muss man ja sagen, dass dieser Heinz Pieper am Anfang das ja das Wichtigste wirklich erklärt. Also, ja, und es kommen doch auch immer die gleichen Phrasen. Ich glaube sogar, du würdest das sogar verstehen, wenn es keine erklärenden Worte gibt. Weil das einfach so ist so total visueller Humor. Ja. Das muss man ja wirklich sagen. Ich glaube, das wäre sogar lustig, wenn du das ohne Ton guckst. Könnte man natürlich auch machen. Ja, hat ja damals im Stummfilmzeitalter genauso funktioniert. Ja. Also von dem her. Ja. Ja, und da brauchst du halt, ob Stummfilm, brauchst du halt nicht mal irgendwie Texttafeln zwischen. James ist besoffen. Ich kann hier sogar Untertitel einschalten. Sehe ich gerade. Ja, Alter, hat der furchtbare Zähne. Ja. UT. Aber das ist dann für Gehörlose, oder? Ja, da wird dann jede Bewegung. James. Schenkt ein. Ja. Schenkt ein. Schenkt ein. Stolpert, trinkt, hat hässliche Zähne, stolpert, schenkt ein, Publikum ein. Lacht, serviert, trinkt, stolpert, schenkt ein. Ja, Film ohne visuelle Ebene. Ah, und schon wieder. So, jetzt wird gesoffen. Prost, Alcoholics. Okay, also der erste ist der Alkoholiker. Ja. Was hat der jetzt eigentlich eingegossen? Was war das jetzt nochmal? Ist das Whisky? Nein. Rum? Cognac? Boah. Cognac nehme ich mal an. Warte mal, ich schau mal Wikipedia. Aber es ist kein Cognac-Glas. Nee, das ist einfach nur so ein... Sherry, mit Sherry beginnt. Ah, Sherry. Ah, ist ja typisch. Dann würde ich sagen, dass ich nach der ersten Runde schon relativ besoffen bin, nach 4 Sherrys. Aber nicht so schnell wie er hier. Nein, jetzt nicht so extrem, aber schon ein bisschen dudelig, weil Sherry ist ja schon echt... Ja, das haut rein. Geht's eigentlich nur mir so? Ich habe immer Admiral Romy Schneider verstanden als Kind. Nein, ich glaube, es geht nur dir so. Ron Schneider. Das geht nur dir so. Das ist, glaube ich, so eine bayerische Sache. Okay, gut. Auf Sissi. Auf Sissi. Auf Franz. Auf wie er mit dir anstößt. Jetzt kommt der Fisch. Eine Suppe. Ich fühle mich, wisst ihr, wo ich mich gerade fühle? Ich fühle mich gerade in einer Situation, die ich im Fernsehen eigentlich immer zutiefst verachte. Das sind immer diese Sendungen, wo irgendwie die ultimative Schadshow, wo so Lieder eingespielt werden und dann irgendwelche Promis dazu sprechen. Oh, stimmt! Ja. Ganz schlimm. Und dann wird immer gesagt, oh, guckt mal, die Frisur. Oh ja, das war jetzt nett. Und jetzt kommt der Refrain. Der ist... Oh, Gott. Wer übernimmt denn bei uns dann welche Rolle? Also du bist... Ich wäre gern Atze Schröder. Ja. Oder Markus Söder. Wer ist denn da noch immer so bei? Ich bin Dieter Nuhr. Giovanni Zarella ist oft dabei. Giovanni Zarella. Oh. Oliver Popper. Jana Ina Zarella. Jana Ina, seine Frau. Gülcan Kamps. Worüber reden wir bitte gerade? Das kann doch nicht sein. Wir gucken hier gerade einen der besten Sketch aller Zeiten und wir reden über Jana Ina Zarella.
Ja. Also dann wirklich. Bist du Jana Ina Zarellas, du. Ja, wir müssen ja versuchen, dass wir diese Einschenkphasen immer ein bisschen überbrücken, mit Leben füllen. Ja, man muss schon sagen, die Einschenkphasen, das sind einfach, die, das da ist einfach die, der Leerlauf. Das sind die Schwächen. Das finde ich ja, die Schwäche da, an diesem Ding sind diese Einschenkphasen. Da kommt die Dramaturgie nicht zum Greifen. Da kommt die Kamera auch nicht wirklich. Nee, das ist, die Kamera ist statisch. Kamera, da ist keine Dynamik drin. Ja, die Kamera ist auch ultrastatisch. Ich stell mir gerade vor, wie Dinner for One ausgesehen hätte, wenn Regie geführt hätte Michael Bay. Oder dann hätte es jedes Mal eine Explosion gegeben, wenn angegossen wird. Gaspar Noé könnte ich mir Gaspar super Noé vorstellen. Mit Strobolichtern so bam, 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 bam. Und bam, rückwärts bam. Und vorwärts. Ja, rückwärts gedreht. Kamera dreht sich um die eigene Achse. Und am Ende beißt ihm der Tiger den Kopf ab. Den Kopf, sagen wir den Kopf, okay. Ja, aber wir sagen nicht welchen Kopf. Aber es ist ja schon verwerflich für jeden Connoisseur, dass, ja, ich versuche mal das Thema zu wechseln, dass die immer dieselben Gläser benutzen. Ja. Stimmt. Und vor allem, das sind irgendwie so Campingbecher, oder? Ja, also man, das ist extra dafür, glaube ich, gemacht, dass man nicht sieht, dass es vielleicht dann doch nur Wasser ist, ne? Das definitiv. Ja. Wobei, also ich denke mal, dass die irgendwie auch in den 60er Jahren schon Apfelsaft haben. Ja, oder ich glaube, er hatte auch, bei manchen Aufführungen soll er tatsächlich echten Alkohol gehabt haben. Wie war das eigentlich mit diesen Aufführungen? Das war vorher ein Theaterstück oder wie? Nee, das ging aus so einer Sketch-Sammlung irgendwie hervor. Genau, das also im Fernsehen von wurde das. Peter Frankenfeld war das, glaube ich, mal so ein Teil von den Sketchen. Genau. Jetzt übertreibt das, finde ich. Ja, also 61 wurde der Sketch uraufgeführt im deutschen Fernsehen in der Sendung Lassen Sie sich unterhalten. Genau. Es gab aber keine Aufzeichnung, kurioserweise. Okay. Ja. Und dann 2 Jahre später wurde es, glaube ich, das erste Mal im Fernsehen gezeigt und dann Mitte der 70er wurde es halt jedes Jahr gezeigt. Ja. Und es war ursprünglich wohl einfach nur so ein Filler, den man natürlich braucht, weil Silvester muss man natürlich irgendwie auch die Zeit rumkriegen, ne? Aber zum Silvester-Klassiker ist es dann, glaube ich, einfach nur geworden durch dieses Happy New Year oder so, weiß ich auch nicht. Ich glaube, man kann auch Tradition erzwingen, indem man etwas einfach inflationär zeigt. Ja, ja. Das ist auch leider die Rechtfertigung. Wenn ihr euch mal das Programm vom 31. anschaut, das TV-Programm, auf wie vielen Sendern und in was für einer Dichte das gezeigt wird. Ja, wir können mal kurz, warte. Wobei mal. Man ja auch sagen muss, dass das Silvester die meisten Leute ja auch nicht Fernsehen gucken, sondern feiern, ne? Böllern. Oh. Ja, aber wenn im Hintergrund irgendwie der Fernsehen läuft, dann guckst du zwangsläufig bestimmt 3-4 Mal Dinner for One. Ja, es gibt aber auch schon Schlimmeres. Ja, es gibt Dinner for Two. Also auf der ARD läuft es alleine. Über den. Zweimal. Nee, dreimal. Dreimal, ja. So gemerkt, einmal nachmittags, einmal um 1:30 nachts und einmal um 6:15 morgens. Also genau. Und auf dem NDR unglaubliche 4 Male, aber das ist ja, glaube ich, auch eine NDR-Produktion, ne? Ja, ja, das ist ursprünglich NDR. Ich muss sagen, ich hatte noch mehr erwartet. Also Aschenbrödel Aschenbrödel wird krasser ausgestrahlt. Ja. So. So laufe ich übrigens auch in Kassel drauf rum irgendwann. Das war jetzt, glaube ich, Nummer 9, oder? Nummer 9? Ja, ich meine auch. Nee, auch jetzt. Wie Nummer 9 von den Getränken? Nee, Nummer 9 Nein. von den Elefantenköpfen. Ach so, von den Stolperern. Tele-Stammtischköpfen. Elefantenköpfen. Von den Tigerköpfen, jetzt. Von den Elefantenköpfen. Ich muss ja aber mal diesen Freddy Finden loben. Ich finde seinen Gesichtsausdruck einfach köstlich. Ja. Ja, vor allem, wenn er da noch mal einen anbieten. So, nee, es ist schon gut, also muss man sagen, für 60er Jahre. Nein, man muss nicht mehr. Fast Lorion-Niveau. Man muss sagen, es ist auch zeitlos gut gespielt. Na? Es hat also schon einen Grund, warum es immer gezeigt wird. Nicht nur, weil es einfach jedes Jahr zeigt, sondern weil es auch gut ist. Ja, es ist schon ein guter Sketch, ja. Es ist noch so overplayed. Auch eine gute Mischung aus Improvisation und Choreografie. Ja. Obwohl es die Frage, ich was glaube, da ich glaube, dass da gar nicht so viel improvisiert ist. Ich glaube, dass da ganz viel von ihm improvisiert ist. Ich glaube nicht. Was da Körperhaltung und ich frage ihn gleich. Oh, so langsam kommen wir in die heiße Phase hier. Was sagt denn der moderne Kritiker dazu? Das will ich lieber gar nicht wissen. Ja, das ist eine bitterböse Studie über den Dämon Alkohol und was er mit den Menschen macht. Würde das Wolfgang M. Schmidt in seiner Filmanalyse so sagen? Wolfgang, Schmidt würde das noch irgendwie politisieren. Nee, der würde einfach sagen, geiles Zeug. Da würde es wahrscheinlich dann irgendwo um Nordkorea und Amerika gehen.
Ja. Ich weiß aber noch nicht, wer ist. Steht Miss Sophie nicht auch sinnbildlich für die dahinscheidende Queen Elizabeth II.? Ich bleib bei der Titanic. Ja. Das ist irgendwas mit der Titanic. Ja, irgendwie schon, ne? So. Wieso kommst du darauf? Weil die alte Darstellerin bei Titanic auch so aussieht? Ich würde ja gerne mal den einfach One-Sketch sehen mit Wolfgang M. Schmidt als James. Würde sogar passen, der müsste nicht mal die Klamotten wechseln. Aber er trinkt nur Cola Light. Ja. Max? Ja? Findest du, dass die ältere Darstellerin bei Titanic so aussieht wie Miss Sophie, oder was? Ich weiß nicht, was mich an Titanic erinnert, aber es ist eine Mischung aus dieser Frau und dem Interieur. Die Frisur, glaube ich, die sieht schon ein bisschen, die hat schon, oh ja. Die hat schon was. Jack in Titanic nicht deswegen, weil er über ein Tigerfeld stolpert? Naja, das war, also das sind vorher eben ist so ein Tigerfell-Frachter im Meer kollabiert und dann ist er gegen das größte Tigerfell gefahren. Der Dampfer. Ach Gott. Ich wäre ja mal für ein Remake. Nicolas Cage als James. Das heißt, als Eisberg. Nicolas Cage als Tigerfell. Und wen als Miss Sophie? Wer als Miss Sophie? Ja. Ja, John Cusack. Stimmt. Und Christian Slater als James. Das wäre ein Trashfest, glaube ich. Nein, das wäre ein Meisterwerk. Oder aber Matthew McConaughey als. Ja, Matthew McConaughey als Miss Sophie. Alright, alright, alright. Willem Dafoe könnte ich mir gut vorstellen. Oh ja, das ist ja ungefähr auch so ein bisschen hier die Lighthouse-Ästhetik. Ja. Ne? Mensch. Dann fehlt aber noch. Wird auch ordentlich gesoffen. Der müsste James aber noch ein paar Mal masturbieren, oder? Nee, der müsste ja, dann am Ende wahrscheinlich wirklich aus Kerosin und Honig noch einen Drink mischen. Da musste er jetzt, glaube ich, selber kurz lachen, oder? Ja. Oh, ich würde jetzt gern zurückspulen, geht aber nicht. So. Nö. Dann bin ich ja hinten dran. Können wir alle machen. So, was verschüttet er jetzt eigentlich gerade? Ich glaube, wir sind beim Champagner angekommen. Ja. Ist auch gleich, wir sind jetzt so kurz vorm Ende. Gott sei es gedankt. Aber ich muss sagen, ich finde es echt so langsam. Ja, obwohl wie er gezielt rüber springt, das hat schon was. Ja, das ist alles gut und schön, aber es ist einfach, wenn du es halt 700 Mal geguckt hast, hast du es 700 Mal geguckt. Mhm. Ja. Skull. Oh ja. Kommt schon von der Decke. Ja. Ach Gott. Ah, der spielt sich schon Wolf, das ist schon geil. Oh ja, die Blumenvase, natürlich. Ist die Blumenvase das krönende Ende? Nee. Ja, doch. Nein, das krönende Ende kommt jetzt gleich, wenn sie hochgehen. Ach so. Dann gibt es nochmal einen bitteren Kommentar zur MeToo-Debatte. Da kommt dann der Herrenwitz. Da kommt der Herrenwitz, genau. Aber man könnte auch sagen, hier werden die Machtverhältnisse umgedreht, ne? Ihr habt dann irgendwann Bedienstete, das sagen. Ja. Genau, das Bediensteten- und Herrenverhältnis ist natürlich hier auf den Kopf gestellt. Sehr progressiv für die 60er Jahre, trotzdem ziemlicher Schweinkram. Jo. Und wer weiß, vielleicht ist es irgendwie auch ein kleiner Kommentar zur Sterbehilfe, ne? So, das ist so. So Hanekes Liebe-mäßig. Ja, ja, genau. Wir gehen jetzt hoch und bumsen sich tot. Was wir nicht sehen, ist, wie James gleich mit Sophie das Kissen aufs Gesicht drückt. I'll do my very best. Ja, wunderbar. Und am Ende stromert dann dieser Pelopé allein durch den Saal. Ah, er kommt nochmal. Das wusste ich gar nicht mehr, dass er nochmal da so kommt. Ja, macht den May Gag Warden. Besser. Macht den Gag besser. Szenenbild von Herbert Lerche. Das war ein klassischer Lerche, finde ich. Heinz Dunkhase. Dann haben wir das. Haben wir das auch mal wieder geschafft. Heute versuchen wir da, dass wir da rumkommen in 2 Tagen, denn wir haben schon Vorarbeit geleistet. Genau. Wir sind noch nicht besoffen genug eigentlich hierfür, aber irgendwie ist das auch komisch, das nicht an Silvester zu gucken. Ich habe noch Restalkohol. Für mich war das durchaus jetzt passend. Glaubt ihr, dass Leute den Podcast hier im Sommer? Nein. Anhören. Die Frage ist, wann kommt dieser Podcast überhaupt raus? Ich meine, wir haben jetzt den 29.12. Was ist, wenn der erst am 2. Januar rauskommt? Das wäre ein Fail. Der kommt an Silvester, keine Sorge. Da trage ich Sorge für.
Okay. Ey, vielleicht wird das ja auch so eine Tradition, dass Leute dann immer Native One gucken und danach unseren Podcast hören. Oh mein Gott. Das wäre toll. Wäre Wahnsinn. Ach, du famegeiler Arsch. Ja, so bin ich halt. Ja. Naja, gut, gut. Gut, ja, no. Was kann man noch sagen? Jetzt weiß ich, gibt es noch irgendwelche ähnlichen Silvester-Traditionsfilmchen? Nee. Silvester? Naja, es gibt halt unzählige Nachahmer. Nee, egal, ja, klar, aber gibt es noch etwas, was den gleichen Stellenwert in Deutschland jedenfalls hat, was man zu Silvester guckt? Feuerwerk. Gab's da nicht immer irgendwie so ganz, hat er nicht jedes verschiedene dritte Programm irgendwie so seine Familie Heinz Becker und keine Ahnung, wie die alle heißen? Ach, hier ein Herz und eine Seele, Silvesterpunsch. Ja, gut. Das läuft auch auf den Punter. Ein Herz und eine Seele mit Ekel Alfred ist natürlich nochmal. Wir könnten kurz anmerken, dass wahrscheinlich Steffen und Kathi auch noch zu einer Nachahmung von Bernd das Brot einen Cast machen werden. Auf den verweisen wir hier. Ja, ich muss ja gestehen, dass ich diese ganzen Nachahmungen irgendwie meistens auch Bernd das Brot oder Dinner for One, ob Kölsch oder das mit Otto Walkes, das finde ich immer so eine Minute ganz amüsant und dann ist es dann ziemlich öde. Also dann bleibe ich lieber beim Original. Ja, wie das bei den meisten Parodien halt. Das hat ja was von Mimikry dann irgendwann auf so. Ja, und auch dieses Bernd das Brot-Ding, also sorry. Aber nichts gegen den anderen Podcast, aber sorry. das Ding. Nichts gegen Bernd das Brot, ich liebe Bernd das Brot, aber das ist halt, also. Ding ist eine Totgeburt. Nee. Ja. Ja gut, was können wir denn noch so sagen? Sollen wir vielleicht noch ein bisschen, Faktendreschen haben wir eigentlich schon gemacht, ne? Also ich kann so viel sagen, ich werde es mir an Silvester, glaube ich, nochmal angucken, ohne euch spacken, mit lauten Ton, dann werde ich auch, glaube ich, Spaß haben. Aber es stimmt schon, ohne Silvester das anzugucken, es fühlt sich nicht richtig an. Nee. Das ist jetzt so ein bisschen so, als würde ich mir Griswolds Weihnachten angucken im April, also. Ja. Mein Gehirn fühlt sich gerade gecheatet. Wieso das? Weil es eben so ist. Mir fehlen jetzt 2 Tage. Ja, Happy New Year. Ja. Wie würdet ihr denn Dinner for One punktetechnisch anfangen? Jetzt habe ich gedacht, wie würdet ihr Dinner for One einem Außerirdischen beschreiben? Ja, genau. Wir können mal Dinner for One wirklich punktuell bewerten. Also und ihr könnt geben 0 bis 5 Tigerfälle. Auf dem Kurzfilmfestival hätten wir das jetzt gesehen, das erste Mal, oder wie? Genau. Oh, okay. Ja. Na denn? Der wäre wahrscheinlich der beste Kurzfilm. Ein bisschen altbacken, würde ich sagen. Ja. Naja, gut, das ist natürlich auch Umstand seines Produktionsjahres. Das ist, taufrisch ist es nicht mehr, ist auch bald, ist über 50 Jahre alt. Und sieht noch älter aus. Schauspielerische Leistung von ihm war. Schauspielerisch ist das absolut. Kevin James Niveau. Kevin James als James. Schauspielerisch war das überdurchschnittlich. Denn das hat ein gutes komödiantisches Timing bewiesen, der junge Mann in der Hauptrolle. Ich mochte den Soundtrack. Ich mochte die Frau nicht, die war mir zu passiv. Ich mag so passive Frauenbilder nicht. Ja, das. Ich mag die Verherrlichung von Alkohol nicht. Ja. Und das Bühnenbild von Heinz Lerche ist natürlich ein Klassiker. Ist iconic. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass mich das Tigerfell, das finde ich, ist ein bisschen geschmacklos. Ja, es ist so auf Kolonialzeit. Ja, irgendwie schon. Dass man praktisch der westliche Bedienstete immer über den Kolonial-Unbediensteten drüber fällt. Das ist ein sehr kapitalistisches Niedergangsszenario. Ja. Ich würde das, was war das? 1 bis 5 Tigerfälle? Ja. Inzwischen würde ich sagen 3 von 5. Ja. Kann ich mir anschließen. Ja. Ich bin da anders. Ich sag da ganz ehrlich, 5 von 5 ist für mich auch einer der besten Sketche. Ich liebe es, es ist Tradition. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise mit eurem scheiß Kritiker gehampelt. 5 von 5? Leckt mich am Arsch. Ich beende diesen Podcast. Ich prangere es auch an, dass man keinen Schwarzen besetzt hat. Ihr seid alle scheiße. Ich finde euch zum Kotzen. Ich hasse dich, Pascal. Happy Birthday. Ich hasse dich, Dominik. Maximilian, du bist okay. Und mit diesem Rant beende ich jetzt diesen Podcast. Ich habe die Schnauze voll. So, ihr könnt mich mal. Ja, ich dachte, ich treffe mich hier mal auf einen schönen Plausch über diesen grandiosen Sketch und ihr macht alles madig. 3 von 5, ich glaube, es hackt. So, auf Wiedersehen. Tschüss, war auch ein Scheiß alleine. Ich bin raus. Ja, gut. Ja.
The same procedure as every podcast. Sind wir jetzt fertig? Ja, aber einen guten Rutsch wünschen natürlich, wir noch. Guten Rutsch. Frohes neues Jahr. Auch von Stu. Genau. Der ist gegangen. Guten Rutsch, genau. Kommt gut ins neue Jahr und gehabt euch wohl. Genau. Ja, wenn ihr das hier bis zum Schluss gehört habt, auch im Namen von unserem Chef Andi wünsche ich mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oh, Dominik, jetzt musst du aber auch andere Leute noch erwähnen, ne? Natürlich, das gesamte Team lasse ich dann in den Credits durchlaufen, die hier dran angeschlossen werden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles klar, dann sind wir raus. Ich grüße meine Mutter. Bis 2020. Jo, bye bye. Ciao, ciao.